Hallo Leute, ja erstmal herzlichen Dank für die große Resonanz mit meinem Video 50.000 mit meinem Fahrrad. Mir sind dann halt noch einige Punkte eingefallen, die ich nicht erzählt habe, beziehungsweise da gab es ja dann auch schon einige Fragen. Da will ich dann mal ganz kurz drauf eingehen. Heute hier an diesem Vatertag bei herrlichem Wetter stehe ich hier im Ravensberger Park. Tiere passen auch schön auf hier. Eieiei. Ja, auf jeden Fall soll es dann gleich mal losgehen, große Runde. Ich habe mir überlegt, ich fahre von hier aus nach Warendorf und dann wieder zurück. Da wird es dann mit ein bisschen Schwenk möglicherweise 100 Kilometer. Aber jetzt geht es dann noch mal kurz auf dieses Fahrrad ein. Ich mache dann noch ein zweites Video, wo ich dann so ein bisschen von dieser Tour aufnehme und vielleicht sogar auch noch ein drittes Video, wo ich noch mal ein bisschen was zur Navigation zeige. Aber jetzt starten wir hier mal mit dem Fahrrad. Also, es gab die Frage, ja, was wiegt der ganze Vogel denn? Ja, das ist natürlich alles andere als ein Leichtbau. Ich habe das eben gerade mal auf der Personenwaage gehabt. Also mit dem Akku, 60 Zellen da drinnen, mit den Packtaschen, wo aber nicht viel drin liegt, außer ich sag mal so ein Regenponcho und irgendwie Handschuhe. So, wiegt das Ding tatsächlich 30 Kilo. Das ist viel, ja, das stimmt schon, aber ich bin da jetzt auch nicht so sehr der konsequente Leichtbauvogel. Ich komme da so ganz gut mit klar. Wichtig ist für mich, dass ich ordentlich drauf sitze auf dem Rad. Das ist dann halt auch so ein Thema, wo dann gefragt wurde, na, ist der Sattel denn nicht ein bisschen schräg? Nee, ist er nicht. Das mag wohl so sein, dass das so aussieht. Aber ich sitze relativ aufrecht und weil ich aufrecht sitze, ist der Arsch hier drauf und nicht hier vorne auf der Kante. Das sieht bei Leuten, die, ich sag mal, so ein bisschen gestreckter auf dem Rad sitzen, mag das eine unmögliche Position sein. Das ist vollkommen richtig. Aber wer aufrecht sitzt, kann dem so eigentlich ganz gut was abgewinnen. So, und dann habe ich meine nagelneuen Ledergriffe raufgeschraubt. Also die alten sind jetzt, ich sag mal, in Rente gegangen. Und dann war da nochmal der Punkt mit der Bremse. Also, ich habe ja eine Seilzugbremse vorne und hinten, vorne die Scheibe, hinten die ganz normale V-Brake und warum nicht Hydraulik? Ich habe ja immer so ein bisschen die Sorge bei Hydraulik, das ist alles schön und gut und bremst auch bestimmt besser wie mit Seilzug. Die Diskussion, da mache ich nicht mit, also das glaube ich wohl auch, aber bei einem Seilzug habe ich keine Gefahr von irgendwelchen Undichtigkeiten und das ist an der Stelle für mich ja, irgendwie noch ein bisschen sicherer und wichtiger, dass ich nicht irgendwo stehe und dann auf einmal habe ich ein Problem, weil die Bremsanlage undicht wird. Das kann ja relativ schnell passieren, nur einmal unglücklich gestürzt, irgendwie hängen geblieben mit dem Bautenzug oder mit der Bremsleitung und dann hat man schon das Dilemma am Start. Mag ja sein, dass das bei euch jahrelang so hält mit den Hydraulikdingern. Das freut mich für euch, aber ich bin da an der Stelle Typ Seilzug. Genau, und dann vielleicht noch mal ganz kurz zu den Motoren. Das ist vielleicht beim ersten Video ein bisschen untergegangen. Also von 2014 bis 2019 bin ich einen Motor gefahren, Schofo XO FO MXUS 07, Schofo MXUS 07. Der hat super funktioniert. Der ist ein bisschen laut, weil der hat nämlich noch die Ansteuerung blockkommutiert. Also dann kommen die Ströme auf den Motor immer in so einem rechteckigen Zyklus an und das macht den Motor laut. Nach 25.000 Kilometer habe ich den abgebaut und meinem Vater ans Rad gebaut. Mit dem bin ich einmal die Alpe Adria gefahren. Das hat ganz gut funktioniert, musste halt nur einmal kurz vor dem Ortseingang Bad Gastein absteigen. Da ist dann halt irgendwie so eine steile Rampe und da habe ich dann vielleicht so 100 Meter, 200 Meter geschoben. Dann ist dann hier im Herbst 2019 der Xiong da Double Speed reingekommen, den ich jetzt also bis zum heutigen Tage fahre, bin bei 28.000 Kilometer und damit habe ich zweimal eine Alpenüberquerung gemacht. Einmal die Claudia Augusta von Donauwörth aus bis an Gardasee und dann wieder zurück über die München-Venezia-Route. Und wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, mit vier Packtaschen Zelt und dem ganzen Daddeldü,
dann brauche ich mir nicht einbilden, dass ich das ohne Motorunterstützung schaffe. Dazu brauche ich schon einen Motor. Und das hat aber ja, mit dem Motor tatsächlich gut geklappt. Und das ist halt dann der Grund, mit einem Motor erweitert man das Einsatzspektrum. Richtig, so. Das waren die Punkte, die ich erzählen wollte und erwähnen wollte. Jetzt geht's also, wie gesagt, weiter auf dem Weg an der Luther entlang nach Marienfeld und dann weiter Richtung Warendorf. Ich mache dann dazwischenzeitlich ein paar Fotos und Videosequenzen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay, dann vielen Dank für eure rege Teilnahme, sage ich jetzt mal, also in den Kommentarspalten, beziehungsweise mich hat das sehr gefreut, dass sich so viele Leute für sowas interessieren, für so ein Video. Ihr seht, hier ist ja schon wieder das Solarpanel dran. Ich habe da also heute Morgen, also ich bin jetzt vielleicht 2 Kilometer gefahren, habe ich eine Powerbank mit 8000 mA angeschlossen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ich weiß nicht, das werdet ihr jetzt nicht sehen. Da leuchtet von den 4 LEDs eine. Und dann gucken wir mal, wie sich das im Laufe des Tages hier verhält mit dem Aufladen. So. Jetzt fahren wir aber erstmal los. Bis dann, ciao. So, jetzt mache ich mal ein kleines Video zur Frage, wo soll denn am Pedelec der Motor sein? Gibt es ja unterschiedliche Varianten. Ich bevorzuge den Frontmotor und ich sage euch auch, warum das Vorteile hat. Weil mit dem Frontmotor fährst du im Sand, in der Matsche und so weiter mit einem Allradantrieb und das macht sich tatsächlich ziemlich bemerkbar, glaubt man nicht, ist aber so. Es ist im Grunde genauso wie beim Autofahren, wenn ich einen Frontantrieb habe und ich bin im Schnee unterwegs, also richtig geschlossene Schneedecke, dann habe ich einfach mehr Spurstabilisierung, als wenn dann beim Heckantrieb von hinten die ganze Grütze geschoben wird. Und genauso verhält es sich natürlich auch beim Fahrrad, wenn ich in matschigen oder sandigen Geläuf unterwegs bin und ich habe vorne den Motor, dann wirkt das, wenn der Motor vorne zieht, spurstabilisierend und das fährt sich dann deutlich besser, als wenn einfach nur das Hinterrad angetrieben wird. Und dann kommt dann noch halt dazu der Faktor, es sind ja beide Räder angetrieben, also wir reden von einem Allradantrieb, da kann man Witze drüber machen, das ist aber trotzdem die Wahrheit. Und so will ich da an der Stelle tatsächlich nochmal die Lanze brechen für den Frontmotor. Wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, eieiei, da ist früher die Oma mitgefahren und das kann ich mir alles gar nicht vorstellen. Das Konzept ist richtig und bleibt richtig. Klar, ganz am Anfang ging es dann im Grunde damit los, da hat man verächtlich darüber gelächelt und hat geschrien, Seniorenbeschleunigung, aber der Frontmotor, der fährt sich schon cool. Das ist also wirklich eine empfehlenswerte Geschichte. Meiner Meinung nach. Erzählt mir doch mal, wie ihr das einschätzt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.